Are you all in it, the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Dizi, fühlst du dich? Ich bin voll überwältigt. Ich glaube, ich realisiere es gar noch nicht. Aber es ist ein unglaubliches Gefühl. Es ist mega so. Dass das erleben ist so etwas Grandioses, so schön. So begeistert, weißt du, ich so jung, aber so eine Powerfrau. Woher nimmst du das? Ich weiß auch nicht. Also, so voller Temperament und Power bin ich sowieso. Aber irgendwie, dass die Nervosität nicht kommt, das weiß ich auch nicht. So, ich mache das, was ich fürs Leben gerne mache auf der Bühne. Und dort kann ich einfach so wirklich mich selber sein. Und darum tue ich das einfach so durchziehen. Cool. Also keine Nervosität? Fast keine. Nein. Okay. Ich bin sogar nervös. Nein, ich bin wirklich nicht nervös. Also, es ist eher das Gefühl im Hintergrund. Ich bin mehr so, jetzt gehst du nicht rauf und machst das, was du auch wirklich willst machen. Und dann kommt das einfach so ohne Problem. Super, also steigen wir ein und fahren zurück in die Lobby. Ich komm zu Mark. Yes! Willkommen. Dizi, sorry, gell? Ja, ist schon gut. Wer hast du da dabei? Das ist mein Gotti, meine Schwester. Und alle anderen sind sonst noch ein bisschen versteckt. He? Sag mal, wie ist dir gegangen, als du Dizi auf der Bühne gesehen hast? Also, ich musste auch mega brüllen. Ich hatte mega viele Emotionen gehabt. Ich habe mich so gefreut, ich bin so aufgeregt. Ich habe so fest gehofft, dass sich jemand umdreht. Es ist einfach mega schön gewesen. Und der, der sich jemand umdreht hat? Und dann bin ich ausgeflippt. Ich glaube, ich habe rumgeschrien, ich bin rumgekommen, es ist einfach alles. Okay. Wie ist sie nicht gegangen? Also, für mich ist es auch, wenn ich sie gesehen singen oder hören singen, dann sind das Emotionen pur und sie berührt das Herz, sie singt mit dem Herz und sie berührt einfach alle. Und das sind Glücksmomente, auch für sie. Ich habe mich so für sie gefreut. Und es ist wirklich, wir sind ausgeflippt und die einen eben so Wasserfall und einfach der Hammer gewesen. Sie ist einfach gut. Es ist mega schön, weil das ist eigentlich auch mein Ziel, die Leute berühren und auch stolz machen auf mich, jetzt vor allem Familie und Freunde. Und wenn ich das halt höre, das gibt mir einfach immer wirklich mehr an die Überzeugung, hey, du machst das und du machst es auch so, wie du willst und dein Ziel erreichst du auch wirklich. Oder die Leute berühren und die Emotionen auch sie, dass sie die Emotionen erleben können und auch spüren, dass ich es genau auch so fühle.